Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur nächsten Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Zur nächsten Folge von der Rehbach. Ja, die Rehbach Reloaded, hätte ich beinahe gesagt. Die neue Rehbach, die alte Rehbach, jedenfalls die Rehbach mit den neuen Höfen, neuen Gebäuden, mit ja einer neuen Startmission oder Startbeginn. Und Startbeginn, ist das nicht doppelt gemoppelt? Doch, mit Sicherheit. Aber ich bin so begeistert einfach, dass mir teilweise ja doch ein bisschen die Worte fehlen. So, Freunde, wir sind unterwegs mit dem Klaas und das Interessante und Tolle ist, das ist die Rehbach-Edition. Landwirtschaft mit Herz und Stärke. Freunde, ist das nicht schön? Der Klaas hier unterwegs, nur 5 Meter Arbeitsbreite und wir haben hier ein ganz schön großes Feld vor uns, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, also das geht hier ganz schön rum und wir merken aber, ich muss jetzt gerade mal schauen, was haben wir denn hier ertragsmäßig, ach, wir haben noch keine Daten, wir müssen die Felder beziehungsweise wir müssen hier noch ein bisschen investieren in die Bodenbewertung, also das dürfen wir nicht vergessen, auf jeden Fall, hier fährt der wunderschöne Drescher in der Rehbach Edition an uns vorüber und macht seine Arbeit und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, legt uns eine Strohschwart dahin, so dass wir dann also demnächst hier Mischration für unsere Kühe dann auch produzieren können, denn das Gras ist abgeerntet und jetzt muss ich mal schauen, wie kommen wir hier am schnellsten zum Fendt. Da steht er nämlich schon bereit, um das nächste Grasfeld hier abzuarbeiten und was wir jetzt noch brauchen, ist Heu und da werden wir aber relativ schnell hinkommen. So, legen wir los. Kurz noch hier mal durchgeräuspert. Wir vorne absetzen. So, diesmal mähen wir mit dem... Ja, aber einschalten müssen wir schon noch, ne? So, diesmal mähen wir mit dem Fendt-Favorit. Und da bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt. Aber ich denke, 150 PS sollten doch für diese Mähwerk-Kombi passen. Jo, klappt doch, oder? Ja, sehr schön. Dann werden wir das Ganze natürlich noch wenden und anschließend schwadern und einsammeln. Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier vielleicht schon mal anfangen, Ballen zu machen. Aber der Einfachheit halber wäre wohl, zumindest mal fürs Erste hier das Ganze mit dem Ladewagen aufzunehmen. Und in unser wunderschönes Produktionssilo, so heißt das Ganze übrigens. Und ich sehe gerade, wir müssen uns sputen, denn der Glas scheint voll zu sein. Und dann werden wir den gleich mal abtanken, wenn wir hier den Fendt auf die Reise schicken mit dem Helfer. Denn dann können wir nämlich, nachdem wir den Glas abgetankt haben, unseren Drescher, können wir dann mit dem Schlepper den Ladewagen holen und können dann schon mal anfangen, auf jeden Fall das erste Stroh zu holen. Denn ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen Stroh in den Kuhstall werfen. So, apropos Kuhstall bzw. Tiere. Wenn irgendjemand schon weiß, weil ich habe es nicht gefunden, wenn jemand schon weiß, wo denn jetzt eigentlich ja die Hühner sein sollen, ich weiß es nämlich nicht auf dem Hof, auf dem Stadthof. Und dann dürft ihr mir das gerne schreiben in die Kommentare. Ich bin gespannt. So, Dele. Ja, der schöne Ahnenhof, da starten wir. Und ich hoffe, der Kollege kriegt es hier gewuppt, denn... 89, 90. Ja, das werden wir nicht ganz schaffen, aber wir lassen ihn noch mal ein bisschen laufen. In der Zwischenzeit zeige ich euch Folgendes, denn ihr erinnert euch, ich habe ja mich ein bisschen vermalt. Was heißt nicht vermalt, sondern als ich hier den Pflug weggebracht habe, war witzigerweise wohl schon standardmäßig eingeschaltet. Ja, neue Felder erstellen. Aber ihr seht es, ich habe das soweit wieder begradigt, bereinigt. Also wir sind wieder ordentlich am Start. So. Und er macht auch seinen Job hervorragend, so wie es aussieht. Ja, die Kombi funktioniert ganz, ganz gut hier mit dem Fendt. So, Dele, wir müssen hier los. Und wenn ich richtig sehe, ja, ich sehe richtig, ist der Glas dort vorne schon fertig. Hier unsere Kombi, der Glas. Ich muss jetzt gerade mal reinschauen. Stopp. Augenblick, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Ja, doch, der Arion. Dann haben wir hier einen wunderschönen Glas Karat 140 und da vorne ist das ein Dominator. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich glaube, es ist ein Dominator. Steht's? Steht's? Maxi? Nee. Wir werden es gleich sehen. So, bleiben wir erstmal hier stehen.
Dominator 108 SL. Wir übernehmen selbst. Einmal zum Nabtanken, bitte. Hervorragend. Und dann machen wir doch gleich mal einen Screenshot. Kann nicht schaden. So, wenn er soweit ist, dann lassen wir ihn wieder laufen. Sowohl der Schneidwerkwagen als auch das Schneidwerk selber gibt es dann eben in der Rehbach Edition, beziehungsweise als Rehbach Mod. Ich weiß nicht, ob da noch mehr ist, ob das sein kann, dass da noch ein LKW oder irgend sowas war, aber ihr dürft mich da gerne aufklären, denn wie gesagt, die Rehbach ist für mich sehr, sehr neu. Ich glaube, die habe ich mal nur auch so ein bisschen angezockt, aber so richtig schlüssig ist es mir auch nicht. Oder es kommt mir einfach nur bekannt vor, weil ich mir die Folgen beim Sens angeschaut habe von der Rehbach, als die rauskam hier wieder in der LS22-Edition. Und jetzt haben wir ja mittlerweile ein Update. Und zwar gab es ein Update 1.0 beziehungsweise 1.1.00, und da wurde schon ein neues Safe Game war erforderlich, und auch für die jetzige aktuelle Version 1.2 ist ein neues Safe Game erforderlich. Und dann habe ich mir gedacht, super, dann passt das doch, wenn wir hier komplett neu anfangen. Denn mein Safe Game von der Kallebach, das hat sich irgendwie, glaube ich, verabschiedet. Also Kallebach werden wir wohl nicht sehen, oder wir warten halt, bis es auch da das eine oder andere Update vielleicht noch geben wird, man weiß es nicht. Denn da gab es ja auch die eine oder andere kleine Schwierigkeit, wo aber nicht unbedingt darauf hingedeutet wurde, dass es dann ein Update gibt. Wir werden es sehen. Jedenfalls, ich hatte entsprechende Schwierigkeiten mit dem Verkauf der Gemüse oder des Gemüses. Der Rote Beete hat immer wieder zum Absturz geführt, zu komischen Phänomenen, sodass ich mich dann entschlossen habe, hier neu mit der Rehbach und euch hier ein Projekt zu beginnen. So, wir fahren zum Hof und holen den Ladewagen. So. Und hier ist die Einfahrt. Ah, nee, stopp, wir fahren dort vorne. Weil der Ladewagen steht, glaube ich, direkt beim Kuhstall. Den habe ich da so ein bisschen zwischengeparkt. So, da können wir nämlich hier rückwärts rein. Weil dann haben wir gleich die Möglichkeit Stroh. Also ich denke doch, dass wir... Natürlich, wir haben hier eine Mistplatte. Also brauchen wir auch Stroh für unsere Kühe. Sehr schön. Passt. So, Delay kurz geräuspert. Und auf zum Feld. Ich denke, wenn ich das richtig sehe da hinten in der Entfernung, kann das sein? Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ja, da hinten dreht unser Feld seine Runden. Ich sehe es. Soweit klappt also der Grasschnitt hervorragend. Und ich habe auch festgestellt, wir werden alle Felder pflügen müssen. Ja, da habe ich mir wieder was rausgesucht, und wir haben ja nur diesen Standardpflug, und wir werden auf jeden Fall erstmal mit den Standardgeräten arbeiten. Stopp, wir wollen ja Stroh aufnehmen, fangen wir gleich mal hier an. Und das erste Jahr auf jeden Fall erstmal mit den Standardgeräten. Also das heißt, wir werden erstmal nichts verkaufen, beziehungsweise neu kaufen. Das machen wir dann erst im neuen Jahr, weil wir wollen einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Und dieses Feld hier mit dem kleinen Pflug, es graust mir jetzt schon, Freunde, es graust mir jetzt schon. Das wird ein abendfüllendes Programm. Da müssen wir dann mal schauen, was wir da parallel auf jeden Fall hier noch bewerkstelligen. So, ja, das sah gar nicht so groß aus, das Feld, aber das gibt natürlich erstmal Material, auf jeden Fall Stroh, das gibt schon mal einiges her. Und was das Anfahren an das Produktionssilo angeht, kann ich auch nur sagen, ja, da bietet es sich doch an, von einer Seite anzufahren, die andere könnte dann doch eher zu Kollisionen führen und zu Problemen. Aber das zeige ich euch gleich, und das sollte ja auch kein Problem sein, denn wir wissen ja, der Kalle bastelt uns immer schöne Rundwege, sodass wir auch mit entsprechenden Drehschemelanhängern gut zurechtkommen. So, jetzt schaue ich mal. Ja, das macht er im Moment noch schön ordentlich, aber früher oder später, glaube ich, müssen wir da eingreifen. Und was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise wo man auch ein bisschen aufpassen muss, also wir sehen hier rechts einen wunderschönen Weg, der jetzt natürlich dazu verleiten würde,
der dazu verleiten würde, da auch lang zu fahren. Aber Freunde, nee. Hier ist Map-Ende. Ja, wir sehen es auch. Hier ist Map-Ende. Da drüben, da geht es anscheinend noch weiter ins Industriegebiet. Da kann man wohl rein, so wie es aussieht. Nee. Na, auch nicht. Auch nicht. Ah, hier geht's dann, oder? Ah, okay, okay. Also auf der Karte sieht es eigentlich so aus, als könnte man da rein, aber das ist eher dann für die Optik. Okay, alles klar. Sehr schön, hat der Kalle wieder interessant gebastelt. Ja, weil wie gesagt, hier denkt man auch, man könnte hier irgendwo noch hinfahren oder könnte noch erweitern. Was aber nicht heißt, dass man vielleicht mal die Karte überhaupt erweitert, diese Map, ne? Diese Option würde ja auf jeden Fall bestehen. Und ihr seht, es ist da drüben schön dekoriert. So dass man dann, wie gesagt, sofort auf die Idee kommt, darüber zu gehen. Auch mit einer Halle hier. Ja. Die würde sich natürlich auch anbieten. Es sind übrigens einige Hallen anscheinend auf der Map verbaut, beziehungsweise Unterstände. Und wenn ich das richtig gelesen habe, alles zu erwerben, indem man eben das Land auch dazu kauft. Das können wir dann auch mal anchecken oder antesten. So, ich hoffe immer nur, dass halt, wenn das Map-Ende so dicht an dem Feld ist, dass man da keine Probleme bekommt. Und dass man keine Probleme mit dem Helfer beim Wenden bekommt. So, jetzt bin ich mal gerade gespannt. Okay, da kommt man rum, aber hier ist jetzt Map-Ende, okay. Also hier kommt man rum, hier ist Map-Ende. Okay, alles klar. So, dann nehmen wir das hier auch noch mit. Und der Dominator wendet. Ja, 5 Meter Arbeitsbreite ist natürlich jetzt für dieses Feld. Aber gut, Zeit soll nicht das Problem sein für uns. Zeit ist auf keinen Fall das Problem. So, wir müssen erstmal wieder den... wie heißt das Teilchen? Dass das Gras eben anhebt, beziehungsweise sammelt. Anheben. So, dann kommen wir nämlich auch ein bisschen schneller vorwärts. Und das Ganze kippen wir jetzt. Ich überlege jetzt gerade, kippen wir das überhaupt ins Fermenter-Silo? Eigentlich nicht. Oder ins Produktions-Silo, wie es hier auf dieser Map heißt. Sondern ich denke, wir fahren jetzt erstmal hier rein. Und dann denke ich, können wir hier auf jeden Fall Stroh abkippen, oder? Upsala, nee, können wir nicht. Oder müssen wir dichter ranfahren? Also wir konnten das Heu hier reinwerfen. Ja, die Frage wird sein, wo kommt dann jetzt hier Stroh rein? Okay. Das müssen wir checken. Oder nimmt der Strohballen nur? So, hier ist Gülle. Ja, hier haben wir Milch. Da kaufen wir die Tierchen. Da haben wir Mist. Und irgendwie müssen wir doch jetzt hier Stroh reinkriegen. Also ich denke nicht, dass wir hier reinfahren. Ja, wir probieren unser Glück nochmal. So, da kommen wir aber durch, schlank wie wir sind. Weil ansonsten müsste man definitiv gleich mal Ballen machen und dann versuchen. Ja, kommen wir jetzt da rein. Ich bezweifle es, ich bezweifle es. Okay, doch. Das reicht. Ja, aber wir können hier kein Stroh einwerfen, so wie es aussieht. Okay, gleich wieder was dazugelernt. Dann werfen wir es halt... Ja, jetzt haben wir uns festgefahren. Okay, müssen wir noch ein bisschen geradeaus fahren. Ja, okay. So, also hat doch ein bisschen... Ja, muss man hier doch ein bisschen aufpassen, wie man fährt. So, von der Seite ist es einfacher, hier zum Silo zu kommen.
Und dann würde ich sagen, holen wir halt gleich mal die Presse. Und dann machen wir 2, 3 Ballen und dann schauen wir mal, ob das dann funktioniert, weil, also ich gehe doch mal davon aus, dass unsere Kühe, natürlich brauchen die Stroh, ist doch logisch. So, was macht denn unsere Produktion? Oh, 3000 Liter Silage, also können wir relativ zügig, sobald wir fertig sind mit dem Heu, können wir dann auch schon anfangen, Mischration zu basteln. So, jetzt müssen wir hier rein. Da war nämlich der Anhänger drin. Der Ladewagen. Oh, und schon wieder verhaken wir uns. Ja, wir wollen natürlich schon ein bisschen eng ranfahren, weil sonst kriegen wir den anderen Hänger nicht rein. Ja, ja, alles gar nicht so einfach. Ja, das müsste gerade so gehen. So, wo ist die Presse? Hier ist die Presse. Wir können auf jeden Fall Ballen basteln. Jetzt überlege ich nur, ist das, das... Doch, das müsste eine Rundballenpresse sein. Ja, die macht 125er, vermute ich mal, ne? So, jetzt brauchen wir natürlich wieder die Hilfe. Ja, ja, ist klar, ne? Da kann man überhaupt nichts einstellen. Das ist eine Standardpresse. Die wird 125er Rundballen machen, oder? Ja, ja, logisch, die Pöttinger. Deswegen heißt die auch 125. Ah, jetzt merke ich gerade, wäre natürlich clever gewesen, hätten wir gleich das... mir fällt aber heute teilweise die Sachen nicht ein. Den Frontlader, hätten wir den gleich mal geschnappt, hätten wir den Ballen gleich holen können. Denn, wie gesagt, spannend, interessant das Thema. Auf der anderen Seite wird der Drescher jetzt auch gleich voll sein, denke ich. So, müssen wir das Ganze irgendwie... Nee, müssen wir einfach nur starten. Der Drescher ist voll, also werden wir den gleich mal abtanken. Ich meine, wir könnten natürlich auch den Ballen einfach drin lassen und damit ins Ding reinfahren, den Ballen dann eben im Stall abladen. Das wäre doch auch witzig. So, jetzt muss ich schauen... Ablage anschalten, also wird er nicht den Ballen automatisch ablegen. Hervorragend. So, wir springen mal kurz rüber. Tanken ab, damit der Kollege hier auf jeden Fall weiterarbeiten kann. Zeit ist Geld, 9.38 Uhr. Also ich hoffe natürlich, dass wir noch Platz haben in unserem Anhänger. So, dele. Der Dominator in der Rehbach-Edition. Ja, ich denke schon, dass da noch ein bisschen Platz drin ist. 7000. Ich glaube, in den Anhänger passen so 22 oder irgendwas. Kann das sein? So, Schaden 30%. Ja, ja, alles hat schon einen kleinen Schaden hier. Was macht denn in der Zwischenzeit der Fendt? Oh, der scheint auch fertig zu sein. Hervorragend. Sehr schön. Dann können wir natürlich da auch gleich den Wender holen. Und können den dann auch losschicken. Aber in der Zwischenzeit will ich das Rätsel erstmal um den Strohballen hier gelöst bekommen. Weil das interessiert mich jetzt, ob wir die Strohballen, also ob wir Ballen einwerfen müssen. Also lose Stroh nicht geht in dem Stall. Das sind natürlich immer wichtige Informationen, weil dann machen wir natürlich Strohballen für... als Einstreu. Und natürlich das lose Stroh dann für unsere Mischration. Okay, das passt soweit. Dann können wir den wieder losschicken. Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. 5000 Liter zeigt er an. Und der Ballen hat 5000 Liter. Natürlich werden wir jetzt nicht jeden Ballen einzeln hinfahren. Wir haben, habe ich gesehen, einen Anhänger, einen Ballenanhänger. Ob das jetzt allerdings ein Autolot ist, weiß ich nicht. Ansonsten müssen wir sowieso den Frontlader hier dran packen, damit wir die Ballen dann auf die Ladefläche kriegen. Aber so viele Ballen werden wir dann, denke ich, gar nicht machen, sondern nur so viel, dass wir auf jeden Fall über den Winter kommen.
Ja, hier geht's rein, direkt gegenüber vom Händler. So, jetzt sind wir aber mal gespannt. Jetzt sind wir gespannt, die Auflösung. Den Heuball, den hat er ja aufgelöst. Also schauen wir mal, ob der hier den auch auflöst. Ausladen. Und weg ist er. Hervorragend. So, die Frage ist nur, wo ist hin? Man sieht es nicht. Wie viel? Wird nicht viel sein, oder? Okay, 5.000, 20.000 wird da wohl reinpassen. Hängt natürlich immer auch ein bisschen von den Tierchen ab. Okay, aber dann haben wir auf jeden Fall dieses Thema jetzt zum Ende der Folge auch entsprechend gelöst und wissen Bescheid. Leute, das ist wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall jetzt so weitermachen, was eben heißt, wir werden Ballen machen für den Einstreu. Ich denke dann so 8 bis 10 Ballen werden es wohl werden. Das heißt also auf jeden Fall einen Wagen voll mit Ballen. Lass mich mal ganz kurz reinschauen, denn wir würden es ja hier sehen. So, gibt es hier was? Ah, hier hätten wir einen Stacker, aber der ist natürlich nur für Quader. Wir können hier mal reinsehen. Ja, nee, ne? Das ist halt ein Standardanhänger, den Welger, der hat kein Autoload. Ja, ist klar. Ja, ja, das ist der Welker, der unten drunter steht, logisch. Den kann man umbauen für Paletten und so weiter, aber dann müssen wir alles von Hand draufpacken. Und das wird natürlich eine witzige Sache. Also ich bin am Überlegen, ob wir uns jetzt gleich, ihr wisst es ja, den berühmten Krone-Anhänger holen, mit dem wir dann flexibel sind. Und dann müsste man mal schauen, aber nee, der Schäfer wird die Ballen nicht da hochbringen. Das müssen wir dann alles hier mit dem Glas basteln. Und da kommt auch schon wieder der Dominator. Leute, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Wir haben schon wieder, glaube ich, über 20 Minuten gequatscht und gearbeitet auf der wunderschönen Rehbach, die mir einfach hervorragend gefällt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war die zweite Folge von der Rehbach und an der Stelle sage ich dann wieder mal danke, danke, danke und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.